Aber es ist richtig geil. Weil der Text richtig lustig ist. Der Text auch aus. Und jetzt weiter im Text. Also es ist nicht so, dass ich esse, wenn ich Hunger habe, sondern ich halte mich schon an gewisse Vorsätze, aber ich habe keinen strikten Ernährungsplan, nachdem ich mich 1:1 ernähre. Aber ja, man weiß natürlich als Sportler, was gut für einen ist und was nicht. Und ja, dementsprechend versucht man dann einzukaufen und eben immer das, was man braucht, zur Hand zu haben. Oats hat man eigentlich immer zu Hause, so dass man nie hungern muss beim Frühstück. Für mich ist Frühstück ziemlich wichtig, nämlich. Also, eben wie gesagt, ich bin Fan davon, mir in der Früh Zeit zu lassen und das auch ein bisschen zu genießen und nicht stressig in den Tag zu starten. Die Ziele für die Saison sind einfach besser zu werden, sowohl als Mannschaft als auch individuell, und den nächsten Schritt zu machen. Also ich hatte ein gutes Gefühl. Wir wussten, dass wir ein bisschen was gut zu machen hatten, weil wir eben die Woche davor nicht abgeliefert haben. Wir haben am Ende wichtige Würfe getroffen, die wir daneben geworfen haben. Wir hatten ein paar Turnover, glaube ich, noch am Ende. Und wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird. Und da machen viele Kleinigkeiten den Unterschied am Ende. Zweiter Sieg für Vechta in der Liga, erster Heimsieg. Und Braunschweig wartet immer noch auf den allerersten Erfolg. Sie bislang aus 5 Spielen mit 5 Niederlagen. Aber vor allem auch, weil wir gesehen haben, dass Bamberg eben angeschlagen ist, auch die Doppelbelastung hat. Wussten wir, dass das eine gute Chance ist, den großen Namen Bamberg mal zu ärgern und vielleicht auch zu besiegen. Mein Gefühl heute, mit viel Glück kann was gehen. Im Büro gibt es tatsächlich einige, die haben eine gute Stimmung, ja, die haben ein gutes Gefühl gehabt. Besonders der Bauch unserer Pressesprecherin. Super. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte heute ein mega gutes Gefühl. Ich war mir ziemlich sicher, dass wir heute gewinnen, weil ich einfach der Meinung bin, Bamberg muss ja auch irgendwann mal verlieren. Aber ich glaube, hier geht heute was. Ja, es ist schon ein besonderes Gefühl, also und das ist halt schon was Besonderes, in so eine riesige, schöne Halle dann reinzulaufen. Chris Red. Heute Morgen haben wir Athletiktraining mit Uli. Das heißt, 90 Minuten Zeit für Uli, uns zu quälen. Go, go, go! Generell fängt er ganz locker an und mit Dehnen und Mobilisation und solchen Sachen. One more at other side. Aber gegen Ende hin wird es dann immer Folter. Wo hoch? Ja, hands on the red line and then go. And go. And you count how many reps it's possible. And go. What? Kopf auf die Linie. Go, 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 go. PJ. Keeper. Go. Oh, bro. Man, this is crazy. And everybody take one card. No, it's going to warm me up.
Tommy? 16. Joe? Ja, Joe, how many push-ups? 21. Hey, schon wieder? Ey. Ja, moin. Oh, und ihr sagt, auch wenn ihr und die gewisse Aufregung vorm Spiel, die ist zum Glück noch da, weil wenn die nicht mehr da wäre, dann wäre es schon langweilig, glaube ich. Also, ich würde nicht sagen richtig nervös, aber aufgeregt und eben froh, dass es wieder mal losgeht und dass endlich wieder Game Time ist. Ja, es war schon eigentlich im ersten Viertel, nachdem die Starting Five richtig gut losgelegt hat und schon von Anfang an gut verteidigt hat und die Würfe getroffen. Und die Braunschweiger hatten bisher in der Saison große Probleme von der Dreierlinie. Das ändert sich in diesem Spiel. DeAndre Lansdowne mit dem Dreier von außen. Das gibt Selbstbewusstsein, dieser Treffer, gleich in der Anfangsphase. Und er legt auch noch einen nach. Wieder Lansdowne, wieder aus der rechten Ecke dort. Die nächsten Punkte für die Braunschweiger. Stimmung in der Halle war nice. Und ja, da wussten wir dann schon, weil wir auch schon eine kleine Führung hatten, dann, dass heute alles möglich ist. Und Braunschweig nutzt das zum Schnellangriff. Sean Atherton wieder mit einem sehr, sehr starken Spiel. Der Vorsprung wächst, die führen mit bis zu 26 Punkten und Lansdowne macht dann den Deckel drauf. Braunschweig feiert den ersten Saisonsieg und erwischt Bamberg auf dem völlig falschen Fuß. Happy, but of course, like I always say, not satisfied. It was a really, really good win for the team, you know, under everything that's been going on, with a lot of the negative talk, 0-5, but we always stuck together as a team. Us, the coaches, everybody in the organization knew we were a good team, and we showed that fully 100% today. Gut. Also nach so einem Sieg fühlt man sich immer gut, glaube ich. Wie fühlt sich an so geblockt? Fast Top 10 gehabt. 99, guys. Fast. Knapp daneben ist auch vorbei. Aber knapp daneben ist auch vorbei. Ne? Nicht scheiße. Der aber der Move war sick, Alter. Ich bin sick. Vom Move kriegst du auch keine Blödchen, ne? I think because when I decided to throw it, I was like, oh, I was in the backcourt. And then I probably took one extra dribble and tossed it. And you just like, tossed it, relaxed, and I was like, this is going to be dope. I had like two open shots of paper. Yeah. Also like,